Ich habe ja schon mal erwähnt, dass die Ergebnisse, die du im Leben bekommst, also inklusive Frauen, berufliches und finanzielles, in hohem Maße der Veranlagung geschuldet sind. Was natürlich nicht heißt, dass du keinen Erfolg haben kannst, wenn du ihn bisher nicht hattest. Denn dann hast du unter Umständen einfach noch nicht dein Potenzial erreicht. Das ist ja auch ein wissenschaftliches Thema, das unter der Überschrift Nature versus Nurture steht. Also welchen Einfluss macht Veranlagung und welchen die Umwelt aus? Nach dem, was ich studiert und gelesen und mit Erfahrungen sowie dem gesunden Hausverstand abgeglichen habe, hat die Umwelt einen extrem geringen Einfluss. Um nicht zu sagen, es gibt ihn nicht. Guck mal, aus einem Haflinger Gaul, da kannst du nun mal kein Rennpferd züchten, egal wie sehr du ihn trainierst. Aber ein englisches Vollblut, das den ganzen Tag im Stall rumsteht und nicht trainiert wird, das kann eben auch kein Rennpferd werden.